Hallo, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Isohum Del 2. In der letzten Folge haben wir sämtliche Quests abgeschlossen, die es im Tagus gibt. Ich habe mich nochmal kurz erkundigt, wie das mit der Weinenden Witwe ist. Und zwar habe ich ja schon einmal, als ich wäre das Schiffsteil gebracht habe, 600 Erfahrungen bekommen. Und ich glaube, das ist das meiste. Ich habe früher gedacht, erinnere mich noch, dass dieser Quest zweigeteilt ist. Das heißt, man kriegt erst Erfahrungspunkte, wenn man ihr das Schiffsteil bringt und danach nochmal, wenn man sie verbannt. Aber anscheinend ist 600 Erfahrungspunkte das meiste, was man kriegt. Und man kriegt 300 Erfahrungspunkte, wenn man den Geist mit dem Kleriker exorziert. Falls ihr anderer Meinung seid oder euch gut auskennt, schreibt es bitte in die Comments, dann benutze ich mein Backup wieder, um die meisten Erfahrungen rauszuschlagen. Aber ich glaube, ich habe das alles richtig gemacht. Wie gesagt, wenn ihr euch besser auskennt, bitte in die Comments schreiben. Ich bin für jede Info dankbar. Aber dann gehen wir mal weiter. Es macht ja nichts, das ganze Spiel nochmal durchzuspielen, ne? Also, wenn man nicht da alles kommentieren muss und nicht jede einzelne Stimme sprechen muss, dann passt es schon. Ist ja nicht so schwierig. Also gut, wir haben uns voll geheilt, sprechen mit Chev und Kyle und können dann auf den Ich erwarte nächsten schönen deine Quest Befehle. gehen. Erstmal kriegen wir einen Haufen Erfahrungspunkte von Juhu! ihm. Nämlich, und es ist euch gelungen, die Söldner des Eisernen Reifs dazu zu bringen, endlich ihren Dienst auf der Palisade anzutreten. Ja, obwohl sie auch sich ziemlich gesträubt haben. Ich weiß nicht, wie gut sie in ihren Pflichten nachkommen werden, aber vielleicht fangen sie ja ein paar Goblin-Äxte ab. Was zum Teufel war das denn? Achso, das kommt später. Ihr überrascht mich. Gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Jetzt, da das erledigt ist, müssen wir endlich Bits. Was war das? Epische Cutscene? Nee. Na, schon wieder ich, verdammt. Okay, hey, Sir, komm jetzt auf der Palisade, Mann. Gebt den Befehl, das Tor der Stadt zu versiegeln. Alarm, Alarm! Jawohl, Sir. Das Tor noch nicht verriegelt, oder was? Ha! Ich muss Albrecht warnen und die Streitkräfte der Stadt zusammentrommeln. Meldet euch bei Palisade und treibt diese verdammten Goblins zurück. Wenn uns Tempus den Sieg schenkt, treffen wir uns nach der Schlacht wieder. Alle zu den Waffen! Zu den Waffen! Ich verpiesel mich! Ach, okay, da sehen wir auch schon, dass der Kampf gleich losgeht. Wir haben nämlich einen Goblin-Bogenschützen, der greift den Auszubildenden an. Und wir sind nie aufgestiegen. Ich habe die Pause drin. Wie sind wir nie aufgestiegen? Ach, wegen der effektiven Charakterstufe wahrscheinlich, ganz genau. Das heißt, wir werden innerhalb des Kampfes aufsteigen. So, Trauen defensive Kampfweise 3. Ansonsten habe ich mich maximal gut ausgerüstet. Jo. Dann geht's jetzt Hier? los. Und zwar müsst ihr schauen, dass ihr das möglichst schnell und über die Bühne bringt. Sonst sterben viele. Oh mein Gott, der Kampf geht los. Hier unten seht ihr es. Mit epischer Musik. Da will ich erstmal Gefühl für Tiere einsetzen. Attacke! Nicht töten. Oh! Depp! Nicht den Wolf angreifen. Gefühl für Tiere! Panik! Ja, der Wolf gehört mir! Meine Einheit! Attacke! Gib Hilfe Tiere! Auf den anderen Wolf! Ja, da ist noch einer, verdammt! Da war noch einer direkt vor der Schnauze! Gib Hilfe Tiere! Ach, verdammt, geht nicht! Ah! Mies! Hilfe! Gib Hilfe Tiere! Nein! Wo ist Traun überhaupt da? Schlachtet sie ab! Gefühl für Tiere! Gefühl für Tiere! Jawoll! Ich hab wieder einen! Und dann wieder rumgehen! Gefühl für Tiere! Nein! Ich verliere Erfahrung, Lebenspunkte! Nicht gut! Gefühl für Tiere! Jawoll! Nicht angreifen, Depp! Nicht die Wölfe umbringen! Das sind meine einzigsten Freunde! Greift doch mal den hier an! Ah, so spannend! Greift an! Nein! Gertrude! Nicht sterben! Ich will, dass kein Char in meinem Let's Play stirbt! Ist voll peinlich! Hoppa! Hier auf den Zauberbildschirm! Traun, greif an! Oder noch besser, bind die Bogenschützen da! Ja, der Hund ist tot! Weiter, weiter, weiter! Ja, die sind leichte Beute jetzt. Boah, unglaublich, wie spannend. Ich kann gar nicht kommentieren. Die gehen aus dem Häuschen. Mach hinne. Mein Gott, seid ihr schlecht.
Wutz! Schnapp die Wutz! Er ist tot! Okay, weiter geht's! Nicht aufsammeln, keine Zeit zu verlieren! Die nächste Welle kommt bereits! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Alles tot! Wow, das kann man los! Tötet ihn! Nein, nicht unsere geflügte Mauer! Ach du Depp, genau an der gleichen Stelle! Und dann, oh fick! Da sagt, Dings, Olaf Ruhigwasser noch, dass das irgendwie so gut wie neu ist. Ein Scheiß ist das! Attacke! Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt! Hey, Nils! Hättest du das Schild gut gebrauchen können, was? Ich laufe hier mit dem Schild von Nils in die Gegend und der denkt sich nichts dabei. Oh, Attacke, Attacke! Ah, du schießt mal nicht auf dein Fass, sondern schießt. Ah! So, greift sie an! Gutak! Mach sie fertig! Mach die Bogenschützen! Kalt! Zack, 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 zack! Ah, Gott! Gertrude! So, die Bogenschützen! Bogenschützen! Zack, zack, zack! Mach hinne! Ei, 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 ei! Ich dachte, du musst mal deinen Defensivslot nehmen. Aber wie gesagt, nur ein kleines Schild. Uah. Halt! Ja, mein Gott. Mit dem Kampf könnt ihr auch lustigerweise die, die Waffen tauschen. Ist gar kein Problem. War nicht? Ne, passt. Alles klar. Attacke! Er ist ein Anführerschar, der kann am meisten Schaden verursachen. Der Elite-Kämpfer. Ach, hinne! Ja, er greift Traun lang, genau. Und du greifst deinen Kämpfer an. Zack! Ah, wunderbar! Den Gommelkopf gespalten. Herr Traudl macht jetzt nicht so viel Schaden, aber hier hat er schon eine Rüstungsklasse von 22 Heiligsblechle. Während er nur 20 hat. Nein, was ist nur 20? Ein Wunder, dass er so viel Schaden verursacht hat. So, weiter geht's, weiter geht's. Das war nicht alles. Kamballus kommt nochmal. Oh mein Gott, ist das spannend. Hilfe! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wow! Da können wir nachher durch. Danke, Mann. Okay, diese zwei Typen werden, glaube ich, sterben. So, Pause! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich muss auf die Uhr schauen. Ich habe keine Ahnung, wie wann ich angefangen habe. Dann muss ich ja wieder schneiden, mitten im ungünstigsten Moment. Schnell, 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 schnell! Tagus ist sogar Soldat tot, verdammt! Eure komische Donut-Kringel hier bringt auch überhaupt nichts. Wow, Attacke! Kamalus! Anlauf, Kamalus! Tötet ihn! So, und da nutze ich jetzt mal das Brandöl oder irgendwas. Um es euch mal zu zeigen. Busch! Zack! Wunderbar! Habt ihr noch was? Verbrennen die Sonne. Nee, ich mach mal Brandöl hier. Wenn nicht jetzt, wann dann? Mach hinne! Busch! Oh, ich hab mich selber getötet. Aber ganz schön effektiv hier. Jawoll! Schnitzelin! Zack, 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 zack. Ui, mein Char ist blind. Macht nichts, kämpft weiter. Ah, wir haben die Goblins aus Karo vertrieben. Yay, Sieg! Jetzt dürfen wir die ganzen Kokolos hier einsammeln. Okay, du die Waffen und die andere die Rüstungen. Das kann jetzt erstmal eine Weile dauern. Soll ich es offscreen machen? Nee, ich zeige euch mal die Goodies. Nämlich hat hier das ist alles, was Kaballus hat. Und so weiter und so fort. Ah, oh, das war ein schöner Part. Ich mache noch ein paar Minuten. Ich habe keine Ahnung, wann ich angefangen habe. Dann habe ich angefangen um 50, kann es sein? Nein. Keine Ahnung. Ich muss mal auf die Uhr schauen und mich orientieren. Egal. So, ganz schön spannend, oder? Hier, Action zerreißen. Und das war jetzt der Prolog. Es geht doch viel besser, ich sag's euch. Die Kämpfe werden so unglaublich spannend. Wie gesagt, ich habe jetzt hier eher das offensive Kräne verteidigt, weil ich mich bei Nolan eh wieder heilen kann. So. Wie geht's euch? Seid ihr im Leben? Schwarzer Joffrey, geht's dir gut? Jo, ich bin froh. Ich glaube nicht, dass wir eine große Chance haben. Sobald die Ebene hier frei ist, versuche ich nämlich einen Luskan durchzuschlagen. Oh mein Gott, oh Gott, wenn es sein muss, muss ich übers Land. Ich habe genug Goblins für ein ganzes Leben gesehen. Ich bin froh, dass ihr die Stellung gehalten habt. Dennoch denke ich, dass es nicht klug wäre, zu versuchen, hier aus Luskan durch von hier bis aus Luskan durchzuschlagen. Oh, das werden wir sehen. Irgendwas tief drin sagt mir, dass es diejenigen sind, die Tagus. Was? Dass es diejenigen sind, die in Tagus bleiben, die verdammt viel riskieren. Genau. Goblins vermehren sich wie Fliegen. Hier ist sicher, doch irgendwo ist ein Nest von den Biestern. Ja, vielleicht lebt wohl. Und dieses Nest müssen wir leider auch später ausnehmen. Nun gut,
Dann reden wir noch mit Joro. Nee, in der nächsten Folge. Ich mache einen Cut. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wann wir aufgenommen haben. Dann hat sich das erledigt. Oh mein Gott, was für eine epische Schlacht, oder? Ah, ich bin jetzt ganz aus dem Häuschen. Gut, in der nächsten Folge sammeln wir noch den ganzen anderen Quatsch ein. Ich zeige euch, was wir eingesammelt haben. Wir reden noch mit ein paar Chars. Und wir holen uns unsere fette Belohnung ab. Geil. Bis dann. Servus und ciao.